Willkommen zurück hier bei Let's Play Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge sind wir hier bei dieser Hütte angekommen. Der muss aber lange pinkeln. Und jetzt sind wir auf der Suche nach dem Typen. Ja, wir sind gerade... Also wir sind gerade... Ja, wir wollen gerade diese Typen erledigen. Okay. Die plündere ich dann doch mal aus. Kannst du den eventuell auch plündern? Vielen Dank. So. Okay, jetzt müssen wir uns um den da kümmern. Jetzt ist halt eben auch die Frage, wie lange bleiben wir unentdeckt? Okay, now what? We're at the perimeter. Wait on my mark. I'm gonna take a look at these boys. Sure thing. Ich glaube halt, es wird sowieso auf eine Schießerei hinauslaufen. Den versuchen wir mal noch leise auszuschalten. Ups. Hat ja super funktioniert. Na, das wird jetzt wieder funny. Aber so viele sind das ja gar nicht. Tschüss. Okay. Wo ist denn da noch einer? Hier. Da ist jetzt noch irgendwo einer. Oh, da kommen noch mehr. Wenn du eventuell dir eine vernünftige Deckung suchen könntest, wäre ich dir durchaus sehr verbunden. Alter, treff doch mal. So. Alter, also es ist schon dezent nervig leider. Komm, jetzt triff doch mal. Guck mal, der Typ ist direkt hier vorne und du triffst ihn nicht. Super. Wo ist denn hier überhaupt eine Tür? Hier. You all right? Sure. Hey,
Thank you. Come on, Driscoll. He ain't here. You set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Como Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then. Go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Shit, lost. I'm letting you run away now. Go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como Driscoll's gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, there's usually some cash in the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Right you are. Das Geld nehme ich natürlich gern. Ein bisschen was liegt hier ja rum. So, Schublade durchsuchen auf jeden. Das können wir verscherbeln. Flintenmunition, okay. Hier im Kamin sollte irgendwas sein, sagte der doch. Okay. Und kann ich jetzt hier dazwischen umschalten? Nein, ich denke nicht, oder? Nee, ich warte da jetzt erstmal gar nichts. Obwohl, ich muss das jetzt anscheinend doch machen. Geil. Reinigen, keine Ahnung. Sieht ja gleich viel besser aus. Okay, reicht das schon? Ich hoffe schon. Die Waffe ist sauber. Okay, durchsuche den Kamin. Durchsuchen. At least you got something tucked away. Gut, Mission abgeschlossen, das war's schon. Jetzt liegt hier dann wahrscheinlich mein altes Repeater-Gewehr rum, ne? Genau, ich weiß noch nicht, was ich besser finden soll, aber ich würde allgemein sogar wieder ein bisschen mehr mit dem Revolver machen. Von daher ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir auch so eine Nahkampfwaffe haben. Okay. Ach, hier ist das Pferd. Okay. Ich dachte gerade schon, wo ist das? Schauen wir mal auf die Karte. So, was können wir jetzt noch tun? Was ist das? Valentine, ja schön. Hier gibt es jetzt aber auch sonst nicht so viele Städte. Hier ist so ein kleines Dorf. Und dann gibt es halt hier die nächste Stadt. Und in der sind wir im Moment eher nicht so gern gesehen, würde ich behaupten. Verstehe ich gar nicht. Gut. Zu wem gehen wir jetzt? Ich würde sagen, zu ihm. Er möchte mit uns sprechen. Das kann er gerne tun. Die Audienz sei gewährt. So, immerhin hat uns... Ja, Pferd, du solltest eventuell nicht andauernd gegen irgendwas gegenlaufen. Immerhin hat der Kerl uns ja nicht wirklich verarscht. Der Typ war anscheinend halt einfach nur nicht mehr da. Und irgendwann wird er vielleicht hierhin zurückkehren und sich dann ein bisschen wundern. Warum sein komisches... warum seine komische Base zerstört wurde. Das wird eine schöne Überraschung. Kann ich mir gut vorstellen.
So, hier gibt's auch so voll die fette Kirche. Moment, der Dings hat wieder auf, oder? Können wir ihm da eine frische neue Friese verpassen? Um wen geht es? Hey, Wallace. This here is the kind soul I was telling you about. The one that gave you the medicine when the snake got you. Guess so. Listen, friend, I know I can never repay you, but how about you head over to the gunsmith and pick out your choice of item on my tab. Oh, well, thanks. Yeah, seemed like the least I could do with him being sent straight from the Almighty to save hey, my life. What can I do for you? Fitter outside told me I could grab something on his tab. One with the bite in his leg. Oh, Norbert, huh? Well, he's good for it. About all he's good for between the two of us. Well, take a look around. Find something you like, I'll put it on his tab. Ja, ich hätte ganz gern diese Pistole, aber die war bisher noch nicht frei. Ja, super. Irgendwo gab es doch immer dieses Im-Besitz-Schild, oder? Seite blättern, so. Die will ich haben. Moment, wo steht nochmal das von wegen im Besitz? Das muss ich nochmal nachschauen. Ach, da oben, okay. Die ist im Besitz. Ich weiß es nicht. Sollen wir... Ich weiß nicht, was ist das? Es ist ja eine Pistole, aber wie funktioniert die? Lesen. Boah, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, aber wir können die einfach mal kaufen. Komponentengriff. Okay. Dekoration, Munition. Die können wir kaufen. Aber was ist bei Komponenten so? Lauf. Visiergriff. Das sieht irgendwie mit Weiß voll nice aus. Okay, wir machen das einfach mal. Lauf. Das sieht auch fancy aus. Was ist Drall? Das wird einfach nur ein bisschen dunkler und die Reichweite steigt. Okay. Und was gibt's für ein Visier? Das finde ich nicht schlecht. Auch wenn wir das wahrscheinlich niemals benutzen werden. Klar, zum Gefecht Errungenschaft freigeschaltet. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder. Immerhin haben wir dafür gratis Zeug bekommen. Das Ding hat wieder auf. Das heißt, wir können hier wieder Leute verprügeln. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wo jetzt dieser komische Friseur... Achso, der ist hier, okay. Das sieht man an diesem bunten Ding. Haare schneiden, ja. Was hat er so für Frisuren? Ich glaube, das steht ihm eigentlich ganz gut. Was hat er so für Bärte? Hier gibt's keine Vorschau. One buffalo, one redskin.
Irgendwie steht ihm das auch mal ganz gut. Wir probieren das. Okay. Von dem Rest bekommen wir auch keine Vorschau. Super komisch. Ich finde, irgendwie jetzt sieht der ein bisschen freundlicher aus. Oder? Okay, wir sehen ja super viel. Gut, dann machen wir uns jetzt wieder zurück auf den Weg ins Dorf. So. Okay. Wir reiten mal in diese Richtung. Macht am Ende bestimmt eh keinen Unterschied. So. Feiere ich aber irgendwie ein bisschen. Jetzt hat er zwar keinen Bart, aber irgendwie sieht er jetzt ein bisschen freundlicher aus. Ich weiß es nicht. Und von dem Rest haben wir irgendwie keine Vorschau bekommen, wie das aussieht. Lol, wie das Pferd einfach so mega hoch springt. Aber ja, das finde ich schon mal ein bisschen besser. Wir wurden übrigens immer noch nicht überfallen. Immer noch super komisch. Naja, kann ja noch kommen. Vielleicht kommen auch wieder so Missionen, während wir hier durch die Gegend reiten, wo irgendjemandem irgendwas passiert. Okay. So. Okay, jetzt müssen wir wieder hier durch. Und dann sind wir auch schon wieder beim Lager. So. Gut. Ich würde eigentlich sagen, wir können auch mal wieder was der Lagerkasse spenden. Und dann können wir auch wieder mit neuen Missionen anfangen. Ich glaube, das ist ganz gut und auch ganz sinnvoll. So, Beitrag leisten auf jeden Fall. Ihr bekommt 30 oder so. Gegenstand spenden, ja, warum nicht? Was haben wir denn so? Wir haben halt nichts zu essen, sonst könnten wir das spenden. Und ich weiß noch nicht, wo ich den Rest verkaufen kann. Also, ja. Ihr bekommt von mir... Ich weiß nicht, 25? Naja, wir machen mal 30. Ja, so. So finde ich es gut. Die anderen könnten auch mal ihren Beitrag leisten, aber da weiß ich nicht, ob das in diesem Leben noch was wird. Gut, wo ist denn der Typ, mit dem wir sprechen sollen? Hier drin. Hallo. Dutch? Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet. But Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. Er sieht ohne Bart so komisch aus. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and... son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging him. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right.
Arthur. You okay, Lenny? Yeah, of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Come on, son. Ohne Witz, er ist ohne Bart einfach... Er sieht halt wie ein ganz anderer Mensch aus. Klingt mega strange, aber ist irgendwie so, oder? Ach Gott, jetzt soll ich erstmal nach Valentine reiten. Ich glaube, das kann ich jetzt wegmachen. So. Na dann, auf. Like you've been through it. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side off him. What were you boys doing? You're supposed to be scouting ahead for us. I kept asking him what we was doing, but he was... You worried too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them, Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. Then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you're gonna go get him? I'll come with you. Nah, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Mike. It was drink that started all this. We'll just have a couple. Settle you down, then head back, okay? You on something? Here we are. Okay, begib dich zum Tresen. Wir waren ja erst vorher hier. Aber ich habe ganz vergessen, die Folge zu beenden, denn wir sind schon wieder bei 22 Minuten und ich würde sagen, an der Stelle setzen wir dann auch mal einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. In der nächsten Folge werden wir dann versuchen, diesen Typen zu retten. Und ob das klappt oder nicht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin!